gratulieren darf ich nun dem Sieger des zweiten Mikrokulturprozent CA-DOCFIN-Wettbewerbs, Erik Bergkraut mit Gasthaus Helvetia. Herzliche Gratulation. Wir hatten den Wettbewerb zum Thema Freiheit ausgeschrieben und Erik Bergkraut hat mit seinem Thema Gasthaus Helvetia ein Projekt vorgestellt, bei dem er die Stammkneipen in der Schweiz besuchen will. Man sagt von diesen sogenannten Stammtischen, sie seien die letzten Orte der Freiheit in der Schweiz, wo Dinge ungehört noch spontan verhandelt werden. In einer Beiz zu sitzen, diesen Raum füllen zu müssen, durch physische Präsenz, durch Gespräche und dabei Zeit zu haben, vielleicht auch sinnlose Zeit, das ist für mich ein Ausdruck von Freiheit. Der CA-DOCFIN-Wettbewerb ist ein Wettbewerb, den das Mikrokulturprozent jedes Jahr lanciert, mit dem Ziel, wichtige gesellschaftliche Themen in der Schweiz durch Dokumentarfilme darstellen zu lassen. Wir wollen, wie ich das bereits ausgeführt habe, das Geheimnis des Films nicht lüften. Hoffnung macht auch noch das Personal. Das Personal vor und hinter der Kamera. Ich freue mich sehr, weil wir haben sehr intensiv gearbeitet. Nicht nur ich, das ist ein ganzes Team. Aber es ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung. Und einen Film fertigzustellen, das kann man mit einem Hürdenlauf vergleichen. Und jetzt haben wir viel Schubhilfe gekriegt für eine wirklich sehr hohe Hürde. Aber wir sind nicht so naiv, dass wir denken, da würden nicht noch viele, viele andere Hürden auf uns warten. Insofern ist es für Übermut noch viel zu früh. Vor 2 Jahren lancierten wir hier in Solothurn 2 neue Fördermaßnahmen. Die Ideenförderung für Spielfilme und den Mikrokulturprozent CA-DOCFIN-Wettbewerb. Das Mikrokulturprozent hat die Aufgabe, in der Schweizer Gesellschaft einen Mehrwert zu stiften. Das machen wir natürlich auf ganz verschiedene Arten. Meiner Meinung nach ist der DOCFIN eine Stärke des Schweizer Kulturschaffens und DOCFIN kann natürlich auch sehr gut schweizerische gesellschaftliche Gegebenheiten aufnehmen und aufzeigen. Filmen ist für mich eine Art, mich mit der Welt in Verbindung zu setzen. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Der Filmer ist sozusagen ein Vermittler zwischen einer Realität, die er antrifft, und dem Konsumenten. Und darin versuche ich, meine Rolle zu finden.